Ja, raufklettern kann man hier bestimmt nicht, ne? Nee. Oh oh. Wolf! Wolf! Stirb! Böser Wolf! Ja! So. Ah! Ein Seil, Fleisch und wo ist das Fell? Gibt es Wieso nicht. Gibt's denn keine Wolfspelze mehr? Ja, definitiv. Das die Nächte sind hier lang. Ich merke das gerade. Die sind echt lang. Die zehren ganz schön. Ja. Eure Gesundheit. Ja. Aber jetzt. Kalt, harte Gegner. Ja. Was ist... Oh, da ist ein Wolf. Komm rein. Lass es. Hm. Kannst du nicht lassen? Nein, ich kann es nicht lassen. Ach, ja. Stirb! Ich muss eigentlich nur mit A und B, so mit A immer nach links und rechts draven, dann. Kriegt er die eigentlich, wobei jetzt er nämlich gerade geschissen. Ja, und der Vorteil ist, wenn man zu zweit ist, da konzentriert sich immer mal auf anderen. Ja, ich hab nur noch 7%, aber. Oh, wir haben es geschafft. Oh, so, den loote ich jetzt mal. Ach ja, schön. Ich krieg wieder das vergammelte Fleisch. Ich glaube, ich bin fast tot. Ja, kann ich dann mach was. Kann ich mir eine Bandage craften hier? Warte mal. Haben doch irgendwo einen Gammelfleischlager hier hinten gehabt. Ja, kannst du irgendwo. Shit, ich das ist super. Haben wir noch irgendwo Klamottenfragmente? Decayed Pelz. Was ist ein Decayed? Auf alle Fälle ein kaputter Pelz. Das Viech hat nichts gebracht, außer Schaden. Mist. Tut mir leid. Ja, ich hab's geahnt. Ich wollte noch nicht sagen, aber ich hab's geahnt. Wir müssen ein bisschen... Ah ne, das Skelett bringt auch nichts. Wir brauchen jetzt keine Knochen mehr. Nee, aber ich brauch dringend irgendwie eine Bandage oder irgendwas. Warte, ich schmeiß eine her. Komm, hier, nimm. Ich sehe nichts mehr. Bei mir ist alles... Ach so, warte. Also bei mir ist es ziemlich dunkelrot. Ich komm dir entgegen. Ich stehe am Feuer. Bleib stehen einfach, bleib stehen. Ich hasse direkt vor dich hin. Danke. Oh. Hier ist irgendwo ein Skelett. Kümmere ich mich gleich drum. Also muss aua, das tut auch weh. Muss ich nur Chef verarzten. So. Ob wir die Nacht noch überleben, wenn wir hier so weitermachen? Ich weiß nicht. Ich glaube fast nicht. Alter, wieso ist die Nacht so lange hier, ey? Ja. Und ich habe auch nichts mehr zu tun. Ich bin doch bei 33% Lebensenergie. Alles rot. Bei 27 jetzt. Hm. Versuch was zu essen, wenn du noch was hast. Haha. Leider nicht. Oder habe ich noch? Ja, man sollte die Nacht vorsichtig angehen hier. Was ist denn Decayed Flesh? Was war das denn nochmal? Irgendwas Fleisch. Geh rein, da hinten kommt der nächste Wolf. Geh rein, geh rein. Ja. Mach die Tür zu. Tür zu. Ach. Tür zu. Oh, so, Tür zu. Komm mal her. Wo bist du? Steck mal deinen Kopf durch die hintere Wand, da siehst du ihn laufen. Ah, da. Sogar zwei. Da kann man ein bisschen durchgucken durch die Wand. Cool. Nee, auch ein Hirsch steht da auch noch, ne? Ja, da steht auch ein Hirsch und der Wolf interessiert sich nicht für den Hirsch. Überhaupt nicht, nein. Aber du gehst raus. Ja, der interessiert sich nur für uns. Mist. Mhm. Die Lebensenergie reagiert sich auch nur. Schade, ey. Die beiden Bandagen haben echt nicht so viel gebracht. Schade. Nee, Essen ist besser. Ja. Bandagen bringen wirklich anscheinend bloß was, wenn du blutest oder so, wenn du gerade ausläufst. Ja. Erst kriegst du den roten Balken am besten hoch. Ja, ich merke das schon. So, ich versuche mal ein paar Sachen hier zusammenzulegen. Die Nacht musst du hier mit Kraften und mit Forschen verbringen irgendwie und nicht mit Reisen rumrennen. Das ist... dem jetzigen Zustand mit der Bewaffnung ist das eigentlich Selbstmord. Ja, ich habe das schon, schon gemerkt. Aber wir haben es ja immerhin fast geschafft. Ne? Also, ja, wir haben es ja geschafft. Die Nacht ist ja gleich vorbei. Hoffe ich zumindest, dass die Nacht gleich vorbei ist. Ja, ich habe 47% Futter, 70% Wärme habe ich wieder, okay. Die gerade wieder fällt, weil ich wieder vom Feuer weggegangen bin. 33% Leben, also sehen wir die Sache mal optimistisch. Ja. Das ist schön. Ach, das ist schön warm hier, die Wand hier an meinem Hintern, das ist, ach ja, ist das angenehm. Oh, wo bist denn du eigentlich? Ich sehe dich gar nicht. Bist du schon da draußen? Nein, ich stehe hier noch drin. In der Hütte. Gott, hier ist so dunkel, ich sehe dich gar nicht. Nee, ich aber warte mal, dunkel, warte mal. Ich leg gerade Items. Wie warten das? Fackeln machen da auch Wärme. Ah, da bist du, ja. Ah, ja. Ja, ich war gerade dabei, hier so ein paar Sachen zusammenzulegen, die wir hier so rumliegen haben.
Ja, ich glaube, wir brauchen ein paar mehr Hütten, wo wir das Zeug da sortieren können. Ein Holzlager, also Steinlager, Felllager. Ich finde ja, wir sollten mal versuchen, was war das hier, dieses, was hatten wir hier, was ich so cool fand hier, die Town Hall. Das Riesending, 100 ja. Loks? Ja, nee, 500 Loks. Bist du wahnsinnig? Wieso? Für man muss das ist erstmal das zweitgrößte, also das Bahn würde ich mal sagen. Das zweitgrößte ist das Wooden House, ne? Ja, ich glaube schon. Wooden House. Ja, Wooden House. 60 Loks. Dürfte doch eigentlich groß genug sein, Wooden House. 60 Loks, 35 Sticks. Aber wie muss man die Loks dann einfach davor legen, oder? Weil du kannst ja nicht 60 Loks im Inventar tragen, ne? Ja, deswegen sage ich ja, wir müssen uns erstmal ein paar größere Taschen zulegen, sodass das auch was bringt. Sonst rennen wir wegen drei Loks immer hin und her. Nee, das brauchen wir nicht, da hast du recht, das stimmt. Wir brauchen erst einmal Inventarplatz. Ja. Dann eventuell eine gescheite Waffe. Ja. Hast du den Drachen auch schon mal fliegen sehen? Ja. Ach, cool. Ja, von wegen hier droppt irgendwas. Also es gibt eine Wahrscheinlichkeit, dass etwas droppt, aber nicht, dass es... Wahrscheinlich hacken wir in den falschen Büschen hier wirklich. Gemein. Oder ist die falsche Jahreszeit? Oh, was war das denn hier? Ah, hier ist ein Lock, okay. Oder habe ich da irgendwas? Nee. Wo ist denn jetzt hingelaufen? Mist. Ja. Wo bist du denn jetzt hin? Hilfe. Hier, ich bin da links von dir. Ach da, ja. Oh, warte mal. Nichts. Frostberries, hier sind welche. Kannst du mitnehmen? Nee, nimmst du nur. Okay. Zwei Stück. Ich glaube, das sind diese Büsche, wo ein bisschen Sträucher dran sind, also wo ein bisschen Blattwerk bei ist. Ich glaube, an den kriegst du es, aber... Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass hier was droppt, ist nicht ganz so hoch. Oh, hier sind doch welche. Frostberries, okay. Ich habe jetzt auf jeden Fall vier Stück schon mal. Was ist hier? Woodstick, okay. So. Okay. Alles für den Flo, nichts für den Kader. Ja. Ah, ich gebe dir was ab, kein Problem. Clothes-Fragments, eine. Ja, raufklettern kann man hier bestimmt nicht, ne? Nee. Oh, oh. Wolf! Stirb! Böser Wolf! Hier! So. Ah, ein Seil, Fleisch und wo ist der Fell? Gibt es Wieso nicht. Gibt's denn keine Wolfspelze mehr? Wahrscheinlich haben wir ihn so sehr verprügelt, dass er kein Fell mehr hatte am Ende. Wir haben ihm das Fell vom Wanst geschlagen. Ach du Scheiße. Ich sehe gerade was du nicht siehst, ich blute. Du blutest? Ich habe leider keine Bandagen mit. Ich kann dir was zu essen anbieten. Ja, ich habe hier ein paar gefunden, den Wachturm hier. Ich kann mal ja eine machen. Mir geht's gesundheitlich noch ganz gut eigentlich. Ja, ist jeder der Erste, ich weiß. Die Ding hat aufgehört. Na, immerhin. Ich glaube, meine Axt ist gleich hinüber. Jo, das kommt vor. Da gibt's auch eine bessere, aber die müssen wir sich auch erst herstellen. Geht die dann einfach kaputt? Also ist die einfach aus dem Inventar draußen dann oder? Ja, einfach okay. Weg. Okay, dann kann ich noch ein bisschen rumkloppen hier. Lindstone, super. Oh, ich guck mal, was wir noch hier so haben, in der näheren Umgebung. Auch ein Eisen brauchen wir. Aber wir wollten uns doch nochmal so einen lustigen Rucksack craften irgendwann, ne? Ja, wir brauchen ein paar Wolfspelze noch. Ah, okay. Kommt her, ihr Wölfe! Zwei Wolfspelze, zwei haben wir, glaube ich. Ah, ich habe ein bisschen Metall gefunden. Ah, sehr gut. So, ich kümmere mich nochmal ein bisschen ums Essen hier. Mal gucken, ob ich noch irgendwo in den Sträuchern hier irgendwas Sinnvolles finde. Oh, hack. Okay, kaputt. So, sehr schön, jetzt. Alter. So. Oh, da läuft ein Wolf. Bei dir ist ein Wolf.
Ja, der kriegt doch gerade Dresche, bleibt doch mal ganz unruhig. Irgendwie tun sie mir schon fast ein bisschen leid. Wir haben einen Wolfspelz. Yay! Und ein Seil und noch ein bisschen Fleisch und Knochen. Sehr so. Gut. Machen wir noch einen Wolfspelz, dann können wir uns eine Tasche machen. Sehr gut. Weißt du, immer wenn ich weglaufe, kommen die Wölfe zu dir. Das ist auch ein bisschen... Macht nichts. Tagsüber, da könnt ihr ruhig kommen, da bringt ihr nur Ressourcen. Sehr gut. Oh, meine Axt. Doch, das sind die mir lieber als die Rehe. Die Rehe hauen immer vor allem ab, die Wölfe nicht. Aber nachts, die, das ist Amber. Ich habe gerade Amber gefunden. Amber. Was war denn Amber nochmal für ein Werkstoff? Ich glaube, ist das nicht... Der trollt weg hier! Was? Der trollt weg! Mein Loch ist voll! Ich komme. Das rollt! Wo? Ach da, Amber. Ja, das rollt von mir rum! Hast du es? Ja, habe ich. Ich muss mal was wegschmeißen hier. Was habe ich denn hier alles drin? Ich habe mal hier so ein paar scheiß Sticks weg hier. Kriegen wir immer wieder. Das war Part 3 von Savage Lands hier auf Let's Multiplayer. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst sehr, sehr, sehr gerne ein Like da. Falls ihr es nicht getan habt, abonniert uns sehr gerne. Wenn ihr Fragen habt oder einfach mal mitspielen wollt, schreibt es unten in die Kommentare rein. Und wie ihr seht, es gibt jede Menge Action. Tod, Verderben. Was wohl alles noch passieren wird? Es bleibt spannend bei Savage Lands. Was aber auf jeden Fall kommen wird, das werden wir jetzt gleich im Hintergrund sehen, ist ein wunderbarer großer Drache. Ob uns dieser Drache angreift oder ob er freundlich ist, wir werden es sehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, sagt Let's Multiplay.